やっと着いた。しかしこうしてみるとこっちの外観は見慣れないな。ここ見た感じ、私が通ってた学校と同じはずだけど。Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass Miyugis Zeit so lange her ist. Wir sind zwar zurück, aber ich habe immer noch keine Ahnung, was los ist. Nee, Takuma-san, これからどうする?どうするって休むんじゃないの?でも、よくわからないことも多いし、いろいろ調べた方がいいのかなって。校舎の探索ってこと?探索っていうか、まずは先生を探して、こっちの状況を聞くのがいいのかもしれないけど。そうなると、またアグモンには隠れててもらった方がいいのかな。またアグモン verstecken? Vergiss es! Ruh dich einfach aus! Ein Lehrer suchen! Ja, アグモン verstecken! Muss! 何をするにしても、まずはアグモンを隠さないと。どうして僕を隠すんだ?それはさっきも言っただろう。向こうと違って僕らの世界にはアグモンやファルコモンみたいなやつはいない。だからもし誰かに見つかったら大騒ぎになるんだよ。確かに、タクマさんの言う通りだわ。僕も嫌だ。タクマと一緒がいい。 Sei nicht so anstrengend, Agumon. Gott!Dürftiges Anhängsel. Saki war so der Gomakasetakedo. Gakse Tachua, Sasigan Kisukomokara. Na, Tanomio. Sensei was Sagaste, Nanika Joga Wakatara, Narebek Shikatanaina. Antoni Chutto no Aida Dakida Garane. Stumpfsinniger Agumon. Yosh. Sreja Agumonは Tatemono no Kageni Aru.茂みのあたりで隠れてて、おばあさんと違って学生たち相手だとぬいぐるみじゃないのはすぐバレるだろうから、くれぐれも気をつけて。いいな。かくれんぼみたいだね。かくれんぼか。うん、僕頑張って隠れてる。頼んだぞ。じゃあ僕たちは校舎に入って情報を集めながら先生を探してみよう。Sowas wie Loot finde ich hier nicht, wa? Gibt hier auch freier Kampf? Korridor freigeschalten. Cafeteria, Klassenzimmer. Freier Kampf. Dinge, womit ich nicht gerechnet habe. Freier Kampf.Warum zum Teufel ist freier Kampf freigeschalten? Wir sind nicht in der Digi-Welt. Ah, Menschen. Stinkende Menschen. Aufsteller. Auf der Tafel steht eine Anleitung für die Feldarbeit am Denkmal. Der Lehrer meinte, sie findet alljährlich statt und dass Schüler von überall mitmachen. Das ist ein Geheimtipp unter Geschichtsquacks für seltene Denkmäler. Ich bin auch so ein Geschichtsquack, Alter.Wir haben zwar einen Zeitplan über das, was wir dort tun sollen, aber er ist recht grob. Wahrscheinlich, weil jeder Teilnehmer einen eigenen detaillierten Plan einreichen musste. 8, 8.30 Uhr, 9, 12, meine Güte, voll die Arbeit, ey. Das Denkmal bei den Kirschbäumen, eine Lehrstunde in der Natur, ein Bauernhofbesuch. An dem Regal hängen lauter Flugblätter über diese Gegend.Okay, cool. Können wir nochmal darüber reden, warum es einen freien Kampf gibt? Modemagazine, Bilderbücher und Comics sehen alle ganz normal aus und enthalten keine nützlichen Informationen. Nee, bei Modeheften und sowas echt, der erhält gar nichts Informatives. Ich würde gerne die Nachrichten schauen, aber die Fernbedienung ist verschwunden.Wahrscheinlich hat jemand vergessen, sie zurückzulegen. Ich hatte nicht mal mehr so einen Fernseher in meiner Schule. In meiner Schule hatten wir einen Fernseher, der war auf so einem Rollwagen und der stand immer im Videoraum. Mit Videokassette und dem Overhead-Projektor. Also bitte!
Ich sollte mit den anderen Campern reden. Ich will jetzt nicht hören, dass ich alt bin, wenn ich sowas sag. Schon gehört? Die Camper sind verschollen. Echt jetzt? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich weiß nichts Genaues. Ein Lehrer hat sie überall gesucht. Und wir sollten hier erstmal warten. Oh weia, das ist ja schlimmer als erwartet. Takuma, die meint dich und deine Freunde, oder? Ja, ich glaube schon. Die Lehrer und Schüler hier haben immer noch keine Ahnung, was passiert ist. Die Frage ist... Würde ein Lehrer uns erkennen? Ich sollte mit den anderen Campern reden. Oh, ich kann nicht so gut mit Frauen reden. Okay, ich gebe mein Bestes. Ey Baby, kommst du öfter her? Nicht? Die Lehrer, die sind alle irgendwo hingegangen. Vielleicht suchen sie ja verschollene Camper. Das waren ziemlich viele. Viele? Entweder der Erdrutsch hat sie erwischt oder sie wollten ihn sich ansehen. Es sind immer noch viele Leute nicht in der Schule aufgetaucht. Anscheinend sind ein paar Leute aus der Schule abgehauen, um sich den Erdrutsch anzusehen. Die Lehrer drehen deswegen bestimmt total am Rad. Na, die ist aber auch strunzdoof, oder? Die guckt auch strunzdoof. Ich will echt nicht sagen, aber die guckt einfach, als ob man die in den Videoraum schickt, damit sie den Fernseher reinrollert. Ehrlich. Miyuki, du kannst da? テレビがついたからびっくりしちゃって。おお。誰かがリモコンでつけたんじゃないかな。ニュースみたいだけど。そんなこともできちゃうんだ。それに色までついてる。 Oh, ganz ehrlich, wie muss das wohl sein? Wirklich Zeitreise jetzt einfach 50, 60 Jahre in die Zukunft. Was sich da technikmäßig alles verändert hat. Was sich in 20 Jahren hier bei uns jetzt schon getan hat. Ey, das muss so krass sein. Ehrlich, das wird mich so interessieren. Fernbedienungen und Farbfernseher betrachten die meisten von uns als selbstverständlich. Klingt, als wäre wirklich viel seit Miyukis Zeit passiert. Aber mir geht es genau andersherum. Ich habe es zwar erst nicht geglaubt, aber ich bin sicher, dass Miyuki nicht lügt. Was mir der Professor gesagt hat? Das Foto, das wir in der anderen Welt gefunden haben, und dieser Vorfall. Die alte Frau meinte, es seien 50 Jahre her. Das hat alles miteinander zu tun. Wurden Haru und Miyuki vielleicht vor 50 Jahren von der anderen Welt verschluckt? Takuma-san, alle. Da, in den Nachrichten. Brauche ich nicht vorlesen. Oh, das ist gar nicht gut. Das heißt, man könnte mich erkennen. Wenn sie erfahren, dass nur ich wieder da bin, fragen sie garantiert nach den anderen. Aber wie soll ich das nur erklären? Takuma-san! Hä? Was denn jetzt? Welcher Bericht? Kommt da noch etwas in den Nachrichten? Klingt, als würde Miyuki das gleiche denken. Aber Moment mal, was ist das jetzt für ein Bericht? Takuma-san,
ここは僕らがさっきまでいたピエモンと戦った場所じゃないか。やっぱりそうなんだ。そういうこと。 Ein Erdrutsch bei einem Schrein, eine Seilbahnunfall und eine eingestürzte Fabrik? Was hat das alles zu bedeuten? Was ist Miyuki gerade klar geworden? Sind das nicht alles nur Zufälle? Oder wusste sie von Anfang an Bescheid? Kannst du das erklären? Kannst du das erklären? Einfach doof fragen. Okay, ich muss ruhig bleiben. Ich war auch vorher schon so ratlos. ここなら誰かに聞かれる心配はなさそうだな。Ja, aus dem Musikraum. Niemand geht in den Musikraum. Da kriegt man nur Klanghölzer, wenn man musikalisch so talentiert ist wie ich. それじゃ早速話すね。これは全部私の推測なんだけど。私たちがいるこの世界と私たちが飲み込まれたあっちの世界は繋がってるんだと思う。それはそうだよね。でなきゃ行ったり来たりできないよ。そういうことじゃないの。あっちの世界で何か事件が起きるとそれと対応するようにこの世界でも何かが起こる。え？さっきテレビのニュースで言ってた事故、あれも。それって。思い出して、たくまさん。ロープウェイや廃工場で何があったか。Die Seilbahn und die Fabrik? Was ist denn, was ist uns da passiert? Moment mal, darum geht es. Am Ort des Seilbahnunfalls ist Rio gestorben. Und der Erdrutsch fand bei der Fabrik statt, in der wir gegen Piedmon gekämpft haben. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass sie Ryos Leiche da finden. Oder Sujis Leiche irgendwo dann in irgendeinem Wasserkanal. Weil er da gestorben ist. あっちの世界の出来事がこっちの世界に影響を与えてるんだと思う。その証拠にと言えるかわからないけど、二つの場所には共通点もあったの。Sie hatten noch was gemeinsam? Wirklich? Was verbindet sie denn noch außer einem Ort? Etwas, das beide Welten teilt? しかして、霧？そう。どちらにも。霧が立ち込めてた。何かが起きるときは必ず霧があたりを覆ってたの。ということはあっちの世界で霧が出ているところには悪いことが起きて、そのうちこの世界にも影響が出る。多分それやばいじゃないか。あっちじゃこの校舎にも霧が出てた。あそこにはまだみんないるかもしれない。あっちにいるみんなにもしものことがあったら。このことを知っているのは私とタクマさんだけ。止められるのは私たちだけしかいないの。え？それってつまり、いや待って、冗談だよね。そう、みんなを助けられるのも私とあなた、たくま、私たちがあっちの世界に戻ってみんなを助けないといけないの。だからって僕らに何ができるんだ。現に僕らはあっちの世界に戻る方法さえわからないんだよ。戻る方法ならあるよ。え？私の歌で二つの世界がつながるのをたくまさんも見たでしょ。Das ist aber super Talent mitmachen.あれは水瀬家に代々伝わる力なの。
私なら、もう一度二つの世界をつなげられる。水瀬家に代々伝わるって、それじゃ、あのおばあさんが言ってた集団失踪事件で消えた水瀬家のお嬢さんって、うん、私のこと。やっぱりそれじゃ、みゆきとはるがあっちの世界に行ったのは 50年も前。 Die beiden waren also 50 Jahre lang alleine in dieser Welt? Das ist doch irre. Bei mir dreht sich wieder alles. Ich muss mich auf das große Ganze konzentrieren. あの霧を操っているのは主って、私から魂を半分奪っていた主、あっちの世界で子供たちを飲み込んでるのもその主なの。 Hat der Arukenimon und Piedmon nicht gesagt, dass die Opfergabe für den Meister sei? どうしてその主はみゆきの魂を奪ったりなんてしてたんだ。 50年前、私があっちの世界にさらわれた時、他にもたくさんの子供が同じようにさらわれたの。だから私も最初はただの偶然なんだと思ってた。けど違ったの。主の狙いはミコの血脈。ミコ？うん。私が Es dreht sich also alles um einen uralten Groll. Das ist doch verrückt. Takuma-san, onegai. Watashi, Nushi no innen o tachikiritai. Ano ko, Haru o sukuu tame ni wa Nushi o tometai no. Tomeru tatte. 一体どうすれば？ 私にもわからない。 でも 何もしないわけにはいかない。 Eigentlich wäre es doch eine Alternative. Können wir nicht einfach unser Leben leben, heiraten und dann Kinder machen? Wenn du älter bist? 何より私 Haru 一人ぼっちにはさせられないから。 みゆき。 それに あっちの世界が壊れていけば この世界だって Was sollen wir tun? Da passiert was Großes. So groß, dass es das Ende beider Welten bedeuten könnte. Ich habe Angst. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das aufhalten soll. Aber Miyuki will zurückgehen. Sie will ihren Bruder retten. Und ich will die anderen nicht im Stich lassen. Ich will sie auch retten. Aber ich weiß nicht wie. So stark bin ich nicht. Ich bin nur ein Junge. Ich habe keine Superkräfte. Wie soll ich bitte die Welt retten? Aber kann ich Miyuki wirklich zurücklassen? Was soll ich nur tun? Ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich habe Angst. Ich bin machtlos. Ja, hier. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich will zwar, aber ich kann nicht. Takuma-san. それじゃ。だけど僕なんかに何ができるって言うんだ。僕はただの中学生で、みゆきみたいな特別な力もない。あっちの世界で必死に戦ってきたけど、本当はアグモンがいるじゃない。今までだってタクマさんはアグモンと一緒に 危機を乗り越えてきたでしょ? Miyuki hat recht. Bisher konnte ich mit Agumon an meiner Seite alles meistern. Warum sollte es jetzt anders sein? Sollte es nicht. Ich weiß das, aber es fühlt sich fast so an, als hätte ich mich die hätte mich die Rückkehr in diese Welt zu einem Feigling gemacht. Oh, endlich bewegen wir uns. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Takuma-ka? Oh, yappari Takuma-ka.
無事だったんだな。先生。Heißt der Typ wirklich mit Nachnamen Lehrer? まったく、戻ってきたならちゃんと報告してくれ。随分探したんだぞ。野次馬だか本当に行方不明だかわからない学生もいて今大変な状態なんだ。すみません。タクマはミノルたちと一緒に行動していたはずだな。他のみんなはどうしたんだ？ Wenn sich die Frage stellt, haben sie es vermutlich nicht zurückgeschafft. Ich hatte ohnehin nicht viel Hoffnung. その子は？ Ich war so... Oh nein.実は僕、みんなとはぐれて道に迷っちゃいまして、この子に案内してもらってたんですよ。ね。そうなんです。私ここが地元なので。そうだったのか。とにかくお前だけでも無事でよかった。Ja, auch wenn es nur du bist. Ja, auch wenn voll fies. 他の連中も無事だといいんだが。Die Lehrer müssen alle glauben, dass der Erdrutsch die anderen erwischt hat.熊だか喋る化け物だかが出てとんでもない騒ぎになっているらしい。化け物？それって。ああ、いやもちろん言葉を喋るってのは何かの間違いだとは思うぞ。目撃した人はよっぽど気が動転してたんだろうな。Bei diesen Berichten frage ich mich。人の言葉を喋る化け物ってまさか。Da bleibt nur noch eine Erklärung übrig. Miyugis Gesicht ist leichenblass geworden. Nicht gut, das gefällt mir gar nicht. Könnte es wirklich sein, was ich denke? Ja, Kimetsukeru no mada haya yo.ミノルたちのうちの誰かがファルコモンたちと一緒にこっちに来てる可能性も。Warum sollte Minoru aussehen wie ein riesiger sprechender Bär? Wie haarig ist er geworden in der Zeit? でも、それなら私たちみたいに他の人に見られないよう隠すんじゃ。Sie hat recht. それにこっちの世界に戻る直前、最後の最後まで私たちの近くにいたのは。それってもしかして二人ともどうした？心配なことがあるなら今のうちに先生に。みゆき、今すぐ確かめに行こう。うん。おい、二人ともどこへ行くつもりだ？先生、ごめんなさい。どうしても行かなきゃいけないんです。Als erstes müssen wir zurück dorthin, wo wir Agumon zurückgelassen haben.悪いけど話は後だ。今はすぐに神社に向かわなきゃいけないから。え？なになになに？アグモ、急いで。あれ、タクマじゃん。お前も無事だったんだな。おい、で、行っちゃった。今のなんだ、着ぐるみじゃないよな。さっきのあれ何だったの？バケモンだろ、あんな暴れててさ。Full of Randale。今の聞いた？ああ、これは思った通りのヤバいやつかも。急ごう。
君たち、そっちには行かない方が。ダークマン、勇気、早すぎるよ。何がどうなってるの。ああ、こっちにも化け物。ダークマン、大丈夫？出て、焦りすぎて足滑らせたけど大丈夫。おい、お前さんたち、どこへ行くつもりだ。タクマさん、急がないと。分かってるけど。転んだのか、大丈夫か。タクマなら僕がついてるから大丈夫だよ。うわぁ、化け物、こっち来るな。ああ、もう、ユキ、アグモン、走るぞ。